Willkommen zu einem neuen Let's Test der beliebten Kategorie. Spiel doch mal gefälligst was Vernünftiges wie Minecraft, Call of Duty oder Fortnite statt diesem Mist. Aber ja, in den letzten Wochen wurde der Wunsch, dass ich dieses Game mal ein bisschen mit euch zocke, mehrfach geäußert. Manche Personen wissen, dass sie angesprochen sind damit, also viel Spaß. Wir zocken heute die Ottifanten. Ja, the Ottifans. Und es passt auch sehr gut, da vor ein paar Tagen im Juli 2018 Otto Walke seinen 70. Geburtstag feiert. Manche kennen die Ottifanten und manche dachten sich jetzt, was hat das für einen Zusammenhang? Aber ja, die Ottifanten sind halt die Comic-Charaktere von Otto. Es gab auch eine Zeichentrickserie und so weiter, also ganz beliebt. Inzwischen ist es still geworden, aber es gibt sie eigentlich immer noch, ja? So wie es Otto Walkes halt noch gibt. Und da gab es auch ein Sega-Spiel und ein paar Gameboy-Games. Das hier ist das bekannteste, auch es ist halt nur in Europa erschienen. Hat sich in Deutschland am besten verkauft, weil die Deutschen wissen, wer Otto Walkes ist und wer die Ottifanten sind. Während die anderen, also in Frankreich und Italien etc. pp., ist das Spiel zwar auch erschienen, aber hat sich verständlicherweise nicht so viel verkauft wie in Deutschland. Aber auch Amerikaner und so weiter sind heute der Auffassung, hey, das war doch ein ganz gutes Spiel, schade, dass es bei uns nie erschienen ist. Und deswegen gucken wir uns mal an, was dieses Jump'n'Run hergibt. Die Ottifanten, auch über die Herkunft und so, werden wir ein bisschen reden. Ich habe selbst gespielt als Kind, seitdem allerdings auch nicht mehr, also erwartet nichts Großes. Außerdem ist es nicht nur für das Sega Mega Drive, wie hier zu sehen, rausgekommen, sondern auch für die 8-Bit-Konsolen, Sega Master System und Sega Game Gear. Was sind denn die Optionen? Ebene, normal, schwierig, leicht. Leben, okay. Sprengen, feuern, das lasse ich so. Dann ab ins Getümmel! Das Haus, sind das alle Level? Wäre interessant zu wissen. Wir spielen Baby Bruno, synchronisiert von Otto selbst. Ich kann mich ganz gut an die Serie erinnern. Ich hatte auch... Es gibt einen Spruch, den ich selten bringe, der von den Ottifanten stammt. Und zwar, it's öde to be blöde. Das hatte ich irgendwie als Aufkleber. So, ich habe gesehen, ich kann das anrüsseln. Wenn man es kann. Dann muss ich gedrückt halten. Nee, ich habe das die ganze Zeit so. Also Otto Walkes kennt ihr, ne? Da brauchen wir jetzt nicht viel zu sagen. Muss nicht jedermanns Geschmackssache sein, sein Humor, aber ich finde ein sympathischer Dude, ne? Selbst jetzt noch. Meine Mutter hatte auch eine Schallplatte. Die lag dann bei mir lange Zeit rum, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, warum ich die Sachen hier einsammeln soll, wo es genau hingeht. Aber wir wagen uns einfach mal durch. Autsch! Na, Instant Death! Oh, gefährliche Lava hier am Kinderzimmerboden. The floor is lava. Irgendwie irritiert mich das nur ein bisschen mehr. Ich kann es auf die Gegner schleudern. Aber so kann ich auch normale Sachen schleudern. Pass mal auf, geht das denn? Okay. Ein bisschen Recherche ergab, dass die Ottifanten erstmals 1975 auf eine Album von Otto Walkes, also Musikalbum oder Comedyalbum, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das waren Comedy-Songs, die er veröffentlicht hat. Er war es erstmals zu sehen, der Ottifant, und das nahm... Ach komm, der Gegner erwischt mich immer und dann lande ich unmittelbar in der... Verdammnis. Ja, es wurde immer beliebter, immer... Also der Ottifant, der wurde durchgesetzt, der konnte ihn zeichnen und so. Es gab 1982 auch eine große Wette bei Wetten, dass... Oder was? Verstehen Sie Spaß? Na, frag Elster, ne? Da kommst du durcheinander. Nee, es war Wetten, dass... Mach dir mal so kalt. Besser ist. Ja, das Otto, ich glaube, weiß nicht, so viele wie im Publikum saßen, so viele Ottifanten zeichnete, quasi als Mitbringsel, als Autogramm oder so. Da hieß es, ja, das ist ein echter Otto-Fund. Nein, das ist ein Otti-Fund. Was? Bruno findet eine Geheimkammer. Hurra! War das ein Bonus-Level jetzt quasi? Oder was hat das zu bedeuten? Ich weiß nicht, was der Stuff, den ich hier einsammle, zu bedeuten hat. Aber ich find's gut. Ja, Bruno!
und... Ach, da steht die Zeit. So viel Zeit habe ich noch ein bisschen einzusacken. Hab's aber schwer hinbekommen, immer hoch zu jumpen. Ach so, das war die Geheimkammer, da geht's gar nicht weiter. Ja und... Oh, Instant Death, warum? Und immer landet man wieder hier, das ist merkwürdig. Und spätestens mit der TV-Serie, wo quasi Baby Bruno, man hört die Gedankengänge. Ich kann mich an den Anfang der ersten Folge erinnern, das ist keine Ahnung. Er wartet, dass die Eltern kommen und ja, heute will er sich nicht unterdrücken lassen und so ein Schmarrn. Ah, lustig schon, war schon lustig. Ich hab's als Kind halt nicht so richtig gerallt, weder die Serie noch das Spiel. Ich muss gestehen, das Spiel ralle ich bis heute nicht so 100%. Warte mal, hier musst du hoch! Hier kannst du auch hoch, oder nicht? Ja, dann mach das mal weg. Wenn das da rechts nur ein Bonuslevel ist, was mache ich dann denn hier? Lass mich hoch. Schade, es ist... Ich weiß nicht, wie ich da wieder hochkomme. Ich kann nicht klettern, ich kann gar nichts. Man hätte sich vielleicht besser vorbereiten können, das ohnehin das letzte Leben. Deswegen werde ich mal ganz kurz resetten. Mir die Leben wiederholen. Soll ich auf einfach machen? Aber selbst das macht den Levelverlauf nicht besser, oder? An das Cover kann ich mich gut erinnern. Die Ottifanten, Alter. Schwer zu sagen, ob ich als Kind weitergekommen bin. Es muss irgendwelche Anhaltspunkte geben. Muss ich denn den Block wirklich irgendwo positionieren, wo er hin muss? Man hat das eben in der Demonstration eigentlich ganz gut erkennen können, oder? Es gab dann später für den Gameboy, ich glaube 1998, und das ist echt spät, für den grauen, also schwarz-weiß Gameboy, noch ein Ottifanten-Spiel. Und 2001 gab es ja sogar einen Kinofilm. Ottifanten der Film oder auch Operation Störtebecker. Störtebecker ist doch einer von diesen... Ich weiß es nicht genau. Der hat die krassen Schiffe gehabt, ne? Hier vielleicht? Nee, oh, das war... Aber ich kann da rein? Nein. Da gab es 2001 den Kinofilm. Das war dann quasi auch mitunter das Ende der Serie. Irgendwas sagt mir, ich muss da rein. Ich will da rein. Ich jetzt hier runtergehe. Ach, wie gemein. Da ist Instant. Ach. Shit, Mann. Und dazu gab es auch ein Game Boy Color Spiel. Aber das war's dann, glaube ich. Das war auch ganz gut, hörte man so. Nicht höher. Ich muss mal den Bonus-Level machen. So böse geht's im Kinderzimmer zu. Man sieht das. Das ist halt wirklich nur die Geheimkammer. Einen Reim drauf machen. Aber ich finde es auch beeindruckend, dass Sega damals einfach auch die Lizenz an sich gerissen hat. Einsteigen in den Zug. Der Soundtrack ist nicht so, ne? Also der Soundtrack hat Luft nach oben. Ich bin fast der Meinung, das ist peinlich von mir, was ich hier abziehe. Ihr könnt mir auch mal schreiben, ob ihr erkennt, was sie genau wollen. Das kann doch eigentlich nicht die Wahrheit sein. Also ein bisschen mehr wollte ich vom Spiel dann doch zeigen. Ist ja kein Billy Hatcher Let's Test heute. Ich muss ja da irgendwie hoch, oder nicht? Da kann ich auch nicht rein. Also. Oh, oh, oh. Sagenhaft.
Aber das ist für mich... ich weiß nicht. Von wegen, das Spiel ist ein Juwel. Vergessenes Juwel. Hier ist ein Eis. Kein schöner Start. Okay, ist der... Ist der ein Checkpoint quasi? Na gut, vergessen wir es. Mein Fehler. Können wir so bilanzieren. Gemein war es trotzdem. Okay, hier liegt überall Eis rum. Das gute Capri-Eis. Und das ist das das Ziel? Ich glaube, das ist der alte, der erste Ortifant. Der ursprüngliche. Der Ur-Ortifant. Ihr habt es auf der Levelkarte gesehen. Es gibt definitiv noch andere Bereiche. Ich bin kein Fan davon, wie sich das hier so reingemischt hat. Aber man muss halt auch mal sagen, oder ich bin zumindest der Auffassung, eine komplett deutsche. Ich kann mich auch irren, ne? Aber so von der Logik her ist es halt eine deutsche Produktion. Deutschland ist jetzt nicht immer bekannt für die größten Videospiele aller Zeiten. Giana Sisters war ja so ein Ding. Der dreiste Mario-Klon. Aber Giana Sisters Twisted Dreams war ja auch ganz nett. Oder Fox and Forests. Deutschland. Zu oft treffen lassen, sehe ich ein, sehe ich ein. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte jetzt ein bisschen mehr vom Spiel erwartet. Ich meine, es hat ja auch nicht Otto Walkes selbst, ich sag mal, das Leveldesign entworfen. Nichtsdestotrotz. Hier Bonbons spucken, Alter. Nichtsdestotrotz ist es halt doch ein bisschen fast schon random. Ja, wie soll ich denn? Hat nicht geklappt. Aber egal, ich bin durch. Definitiv Probleme, hochzukommen. Muss man da beide? Zwei auf einmal? Das kann eine Erklärung sein. Pass mal auf. Einer geht nicht? Na komm, wenn du so beide, dann könnte das sein. Oder? Na, hat damit nichts zu tun, glaube ich. Ach man, das ist echt böse. Da lästern die Leute über Sonic. Ja, ich werde einfach getroffen. Da lässt dann die Leute über Sonic, dass du in random Gegner oder Stacheln reinrast. Aber das dann wenigstens auch mit ordentlich Speed. Das hier ist ja ohne Speed. Schade, ich bin jetzt sehr unbefangen das Spiel angegangen, bin aber sehr enttäuscht. Das ist mein Fail, keine Frage. Welches Level? Das ist wenigstens dieses, sagen wir Level 1, 2. Das ist fast ein bisschen schade. Ich wollte doch was Schönes heute zeigen. Naja, aber wir können gerne diskutieren über Otto Walkes, die Ortifanten. Kanntet ihr die? Die TV-Serie? Und so weiter. Vielleicht das Spiel? Eines der Spiele, die ich genannt habe. Auch witzig, ne? Erst für Sega und später dann voll auf den Gameboy-Trip. Vielleicht hat sich nicht so verkauft, wie man sich das vorgestellt hat. Und dachte sich deswegen, ja, auf dem Gameboy, das ist halt die... Oh, so kann man die auch besiegen. Nice. Gameboy ist halt die Zielgruppe, ne? Okay. Ur-Ortifant. Und warum geht er jetzt nicht? Och nee, warum denn nicht? Warum nicht? Muss man noch was erledigen oder so? Oh, ich dachte... Was ist denn das? Oh, super Ortifant. Das ist gut. Weil ich jetzt so viel gefailt habe, oder was? Aber ich komme trotzdem nicht weiter. Ach, erklär doch mal einer. Was ist denn da? Oh Mann, das Spiel disst mich so ultra. Ich wollte doch... Muss man den Balken jetzt voll haben, oder was? Muss man genug sammeln, so ein bisschen wie Yoshi's Story. Hm?
Vielleicht. Oh, jetzt langsam macht mich die Musik auch kirre. Ja, aber selbst wenn ihr das Spiel nicht abfeiert, dann könnt ihr euren Sachverstand spielen lassen. Eure Computerspielmeinung. Ja, aber der Saft ist jetzt komplett leer. Das hat ja damit nichts zu tun für sich, oder? Ich weiß nicht, was der will. 48% steht da. Ja, aber von was? Was soll man tun? Das ist ja gemein. Wenn ich den jetzt einsammle, was passiert denn? 50%. Jetzt kriege ich einen Daumen hoch. Warum? Reicht das jetzt, um... Nicht in die Stacheln fallen, bitte. Aha, man muss 50% der Sachen einsammeln. Da wissen wir da auch mal Bescheid, dass es sich lohnt, das einzukollekten. Was soll das darstellen? Sind das irgendwie, naja, Segel aus Windeln? Ich meine, man hätte natürlich die Bedienungsanleitung lesen können vom Spiel. Oh. Es hat, glaube ich, auch was mit Störtebäcker zu tun. Aber nein, so ganz die Serie kenne ich jetzt auch nicht mehr. Oh Mann, ist, was ist denn das? The Floor is Lava. Jetzt mal ohne Shit. Was ist denn das, wo der die ganze Zeit reinfällt? Einfach so, selbst im Kinderzimmerboden. Das ist einfach. Du darfst einfach den nackten Boden nicht mehr berühren. Ich kann mir vorstellen, dass es in späteren Leveln sogar ein bisschen hart wird, 50% einzusammeln. Puh, das Spiel nagt ja schon ein bisschen. Guck, hier war was. Aber so hoch kommen wir gar nicht. Wollt ihr mich total dissen? Warum kommst du nicht so hoch? Oh, das geht doch. Aber wie? Ich versuche halt Mario-mäßig in dem Moment zu drücken, wo er das den Boden berührt. Nee, lass mal. Ich kann hier auf die Palmen. Das bringt mich auch ein bisschen auf die Palme hier. Und ich sammle jeden einzelnen Stöpsel ein. Und damit bringen sie einen halt auch wirklich dazu, das alles einsammeln zu wollen. Weil Münzen bei Mario oder Ringe bei Sonic haben ja oft keine große Bedeutung. Lässt man mal liegen. Ist eigentlich eine akzeptable Idee. Ich finde halt das Level-Design ein bisschen... Ich weiß nicht. Ich würde es nicht behaupten, dass ich besser hinkriegen würde. Aber wie seht ihr das? Ist nicht wieder nur so ein... Oder? Dün, 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 dün. Ach, man muss auch noch hochdrücken? Nee. Das war random. Komm nicht so hoch. Wenn man das nicht eindeutig regeln kann, wie man da springt, das ist dann schon ein bisschen doof, ey. Was hilft's? Probieren. Moment, wenn man unten ist, so bam, 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 bam. Ich sage jetzt immer bam, wenn ich drücke, ne? Pass auf. Bam, 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 bam.
Ach, ist doch nicht so cool. Es ist nicht so cool. Ich dachte, da geht schon ein bisschen mehr. Leicht frustriert beende ich das letzte Test an der Stelle. Es ist sehr schade gelaufen. Ich habe mir so viel, weil ich auch gelesen habe, alle sind neidisch auf das Spiel und so. Jetzt verstehe ich das leider gar nicht so. Jetzt hätte es auch noch geklappt, ne? Ah, es hat geklappt. Es ist okay. Aber wirklich nicht mehr, leider. Bruno steuert sich leider ein bisschen behäbig. Jetzt muss ich da auch noch hoch. Ah ja, okay. Plattforming. Er schaut lieb. Er ist auch ein Lieber. Das Ziel. Da haben wir es doch noch hinbekommen. Lass dich nicht unterkriegen, Mann. Aber ich glaube, das würde mich echt frusten, das Spiel. Bei so Musik gibt es jetzt einen Bosskampf? Oh mein Gott. Das bringt's bestimmt voll. Echt hart, ne? No risk, no fun. Na, dann kommen wir doch besser zu einem versöhnlichen Ende. Ich weiß nicht genau. Lass den Block lieber da, wo er ist. Kann ich ihn auch so erwischen? Ein bisschen. Aber mehr schlecht als recht. So ein Austausch mit Geschossen, wo es auch ein bisschen laggt in der Tat, wenn so viele Geschosse auf beiden Seiten da sind. Man glaubt es kaum, aber das Kinderzimmer steckt immer wieder voller Überraschungen. Ja, aber ich kann mich nicht bei jedem seiner Sprünge erwischen lassen einfach. Kam noch irgendwas zurückgeschleudert. Weißt du. Das ist leider echt ein bisschen gemein. Ja, komm, da springt er mich rein. Boah, was ist denn los? Den Block auch nicht wirklich gewuppt. Ah. 25 ist die Energie vom Boss. Ich ist jetzt auch erst spitz. Also gar nicht so viel, da waren wir schon relativ nah dran, oder nicht? Warte. Das Spiel frustet leider schon. Das ist weder von mir ein gutes Video jetzt gewesen, als auch das Spiel, das ich empfohlen hätte. Aber Hauptsache meine Leute sind... Ah, das war super. Erstklasse. Ja, damit seid ihr gemeint. Dass ihr das richtig einordnen könnt, das Spiel. Wisst ihr? Noch zwei Treffer. Oh, das ist doch nicht wahr. Leider nur noch ein Continue, ey. Ja, das erinnert aber an früher, als man zu Sega- und SNES-Zeiten einfach mal irgendwelche Games ausprobiert hat und ich wusste, taugen die was oder taugen die nix. Ich erinnere mich auch an Jurassic Park für das Sega Mega Drive. Auch irgendwie...
mäßig. War sehr enttäuschend. Alle waren so gehypt von Jurassic Park. Das Spiel hatte nichts drauf außer Zahnbelag. Hab ich's geschafft, ne? Krasse Kombos! Kennwort J-H-R-E. Wie Jahre, nur ohne A. Jetzt geht's in den Keller. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich habe Zeit verplempert. So ein bisschen die Atmosphäre genießen, aber es wird frustig. Ah, das muss man einfach ein bisschen geschickter anstellen hier, das Spiel. Nicht so durchrennen und einfach machen, sondern einfach mal jeden Zentimeter erkunden. Aber auch diese vielen... Okay. Diese vielen hin... Ach, da war schon das Ziel, ne? Ich habe aber nicht genug eingesammelt. Es ist ein bisschen behäbig. Naja, eure Meinung gerne in die Kommentare. Das waren die Ottifanten. Die anderen Ottifanten-Spiele bringe ich dann nicht. Das ist das Einzige, mit dem ich ein bisschen Verbindung hatte. Ein bisschen schade, dass es sehr viel schlechter ist, als ich es in Erinnerung hatte. Danke fürs dabei sein. Otto Walkes ist trotzdem ein super Dude. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ein Däumchen wären Träumchen. Ich sag bis dann und ciao!